Aber egal. So. Dann einmal zurück zur Yacht, damit wir dann direkt, falls es einen zweiten Teil gibt, weitermachen können. Eieieiei. Hä, aber immerhin, wieder geradeaus. Lol. Fahr mal hier runter gleich, die nächste Runde. Hey, wie auf dem Platz wäre es gewesen, weil dann nicht mit dem Heli zum Dings fliegen können. Fahren wir zurück da, wo wir eben gerade den Heli abgeholt haben. Nur, dass ich halt einfach kurz, oder wir zurück zur Yacht fliegen können. Weil das ist dann am einfachsten. Weil dann brauche ich nicht 5-6 Kilometer zum Auto zu fahren, die fliege ich dann immer mit dem Heli. Voraussetzung, da steht einer. Ja, nimm mal den Kleinen, der hinten links steht. Oder hier, ist egal. Ich nehme den hier. Kannst du gerne machen, wenn der auf die Yacht passt. Das ist ein Kampfheli, was willst du warten? Ja, der muss ja nicht immer Platz sein. Einfach falschen Knopf gedrückt, rausgesprungen. Ups. Die Yacht ist in Sichtweite. So, jetzt muss ich aber gerade mal gucken, wo der ist. Hier unten. Ah, da. Du trinkst in einen gesperrten Luftrein ein. Oh mein Gott! Hat sich meine Yacht gewehrt, ne? Oh, einfach weggeballert. Ja klar, natürlich Flugabwehr, was sagst du? Denkst du, ich lasse jemanden auf meine Yacht, ohne dass ich dabei bin? Nein, ich mach's wieder an, alles gut. Ich kann's ja hier, umstellen. Yachtabwehr an und Ausnahme Kuhn, Freunde. Das heißt, ihr könntet jetzt drauftreten. Drauftreten? Ja. Jetzt kommen wir treten drauf ein. Das Ding in die Mitte gestellt und draufgespackt. Ja. Oh nö. Alles gut, wie gesagt, ich habe normalerweise immer die Flugabwehr an. Ich habe die vergessen, weil eben. Wenn halt Leute mal dazu joinen oder sowas. Aber gut, auf dem Crew-Server ist es eh egal, aber auf dem Aufsichtsserver hast du dann immer welche Vollidioten, die da meinen haben, Spaß zu machen mit. Kann man damit fahren? Nein, leider nicht. Achso. Du kannst einen Ort leider auswählen und dann wird die automatisch dahin gefahren. Mit dem U-Boot geht das. Mit dem U-Boot kannst du fahren, ja, die Kosotka. Aber die hat die gewonnen, die haben wir nicht. Genau, das ist der einzigste Nachteil hier in der Gruppe, dass Yvonne das längste Ding von uns allen hat. Das ist, Was? Na gut, okay, ich habe die Yachtabwehr an. Ja, kannst keine Waffen auswählen. Ja, Yvonne hat erstmal das längste. Markus hätte gerne das längste, aber Yvonne hat es. Das lange rote Ding. Aua. Das war jetzt auch gerade eine sehr stylische Landung. Schade, dass das keiner von euch beiden gesehen hat. Ja, das kann man nur auf deinem Kanal sehen, ne? Ja. So, machen wir mal den Dings an. So, dann gucken wir mal, was wir hier noch als Zweiter haben. Eine Bergung, die wir jetzt haben. Aha. Wie teuer war die Yacht? 12 Millionen. Locker. Ja, das ist die teuerste Yacht überhaupt hier im Spiel. Die hatte quasi einmal alles drin. Du kannst ja auch die kleine kaufen für 8 Millionen oder so, die hat aber nicht, hat nicht alles das, was sie die hat. Ich habe sie damals gemacht. Jemand hat mir gerade bei mir auf dem Stream geschrieben. Ich kann es leider nicht lesen, Leute, nur mal so als Info. Ich habe keinen Kommentar, den es hier an. Das kann passieren. Das. Ich frage mich, wer ist denn das? Ob das irgendwas Wichtiges ist? Wenn jetzt jemand einen war, den wir kennen, dazu holen können. Ja, keine Ahnung. Ich hatte schon mal jemanden, der hat immer Hallo, Hallo, Hallo geschrieben. Und ja, wie gesagt, ich kann es halt nicht lesen. Leute. Ich kann ja das sagen, wer das gleich ist. Ich gucke mal auf deinen Kanal gerade kurz. Bis wow. Warte mal, ich lade dich mal kurz ein vorher noch schnell.
Aha, ein aktiver Zuschauer. Wen haben wir denn hier? Flashdom, moin. Yes. Ah, Flashdom. Hallo, Flashdom. So. Oh, wenn, ihr dann bereit seid. Hä? Was? Alles gut. Wenn ihr dann bereit seid, darf man uns Bescheid sagen, dann können wir direkt starten. Ich bin soweit. Die hat meinen doppelten Burger mitgenommen. Wie viel hast du geraucht, dass du so breit bist, Scorpion? Hä? Ja, du sollst bereit sein. Bist du bereit? Ja, hab ich doch gesagt. Okay, ist runtergegangen. Entschuldigung. Oh nein, ich habe weder getrunken noch geraucht. Noch nicht. Das gab heute auch nicht. Ich trinke momentan tatsächlich sehr wenig Alkohol. Hm. Ich habe noch die Wodkaflasche von einem halben Jahr im Kühlschrank stehen. Ich habe noch eine Whisky-Flasche, also den hier Jack Daniels Honey von Silvester, die ist noch halb voll. Ich habe die halbe Flasche gekillt. Ja, aber war nicht viel. Wie gesagt, es war eigentlich tatsächlich viel. Ich habe mir den auch mal gekauft, aber ich fand jetzt nicht so doll. Also ich trinke den mit Cola meistens. Ja, ja, aber da kannst du auch noch, da kannst du ganz ehrlich, da kannst du auch normalen kaufen. Da schmeckt, da ist nichts. Kein Hauch von Süße oder von... Aber warum steht... Zum zur Hölle steht der Heli da hinten in meinem Pool. Jetzt zerstört ist er weg. Das Schwänzchen ist weg. Ja, ich hab tatsächlich jetzt wieder noch... ich muss wieder einen anderen Heli anfordern. Galaxy Super... Hä? Wieso? Fahrzeugzugang... Warte mal gerade, weil ich nicht weiß, was auf mich zukommt. Es kann sein, dass wieder so Missionen kommen. So, also einmal Pikachu anrufen, damit ich mal kurz weiß, so. Aber wir sind hier komplett außerhalb, ne? Hör mal auf. Aus passiert hier nichts. Okay, ich kann nicht anrufen. Okay, dann müssen wir halt so mit dem... Steigen Sie mal bitte mal ein jetzt. Flug B2 hat Starterlaubnis. So, begib dich zur Yacht. Zum Wrack. Das ist wahrscheinlich... Wir fliegen von der Yacht zum Wrack. Ja, ich sehe gerade. Die Frage ist, ob da wie viel Feindpräsenz dort unten ist. Wirkt die Frage. Ich nehme noch einen Schluck Champagner, bevor ich rausspringe. Ja, jetzt schauen wir mal, was da drin Feinde. Da unten stehen zumindest Leute. Die Frage ist, ob das Feindpräsenz ist oder ob das Freunde sind. Und also ja, ich kann nicht schießen. Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Ich lande jetzt gleich. Gefühlt sind das Feinde. Ne, sind keine Feinde. Okay. Ne, das sind Zivilisten. Ja, das sind Arbeiter. Das ist halt genau das, was ich meine. So. Also, ab ins Wasser. Ui, das hab ich schon. Ich hoffe, ihr habt genug Atemgeräte mit. Ja, 19 Stück. Ich hab doch 18. Hä? Von dem letzten Job. Von der Heiß von der zweiten. Ja. Konnte man die sich kaufen? Ja, ja. Im Ammunition. Hast du keine mit, oder was? Ich glaube nicht. Ja. Das ist schlecht. Ja, das ist es tatsächlich, aber das hätte ich auch nicht mitgerechnet jetzt. So, dann gehe ich jetzt hier hin. Genauso habe ich mir das immer vorgestellt, in einem teuren Anzug tauchen gehen. Das war schon immer mein Traum. So, dann hole ich mir da unten das Ding. So, wie viel haben wir noch? Noch 3. Dann nehme ich mal. Ja. Nimmst du die ganz links bitte, Markus, und gehe ich die vom Schiff holen. Oder ja. Am Schiff holen.
Also die am weitesten weg jetzt. Ja, oder so. Genau, würde ich sagen. Ansonsten gehe ich dahin. Aber ich bin halt schon so dem einen, dann kann ich natürlich danach direkt auftauchen. Und Scorpion macht einfach irgendwas? Ja, der kann das Schiff dann gleich zurückfahren. Was ist denn hier runtergegangen? Ist das ein Schiffswrack oder was? So. Gut, da gehe ich. Ja, ich auch. Ich gehe hoch. So, einmal. Komm ich jetzt. Stehen bleiben ruhig. Alles gut. Ich komm. Jetzt erscheine bitte. Nee, ich komme jetzt im Boot. Also auf jeden Fall erwarten uns gleich auf der Yacht Gegner. Auf meiner Yacht? Ja. So passt du auf. Moment, was? Aufpassen? Na, der Sprung. Der Funkspruch gerade, der wurde unterbrochen von Leuten, die dem Typen eine Waffe ins Gesicht gehalten haben. Ach, okay. Da. Okay. Dank Ihnen liegen meine Yachten nur auf dem Meeresgrund. Ist so fair, dass ich Ihnen nun etwas nehme. Ich habe tatsächlich nicht... Ich höre das Gequatsche schon fast gar nicht mehr. Aber gut, ich habe tatsächlich nicht aufgepasst. Ist so fixiert auf die Ware. Naja, nicht auf die... Unter anderem auch, ja. Ich konzentriere mich auf das, was ich in der Mission tue. So. Schaltet ihr den Führer aus. So, das Boot ist... Ich würde mal sagen, von hier bleiben wird nichts. Ich glaube, da werden wir keine Kills machen. Nee, also ich habe ja nur den einen aus dem Boot geholt. Oh, ich werde im Wasser getroffen. Ich hab 3 um. Gut. So, warte mal. Ja, viele Feinde sind das jetzt eh nicht mehr. Die haben voll die Klamotten an von Nico Bellic aus GTA 4, Alter. Voll diese Trainingsjacken und Hosen. This would appear to be a teeny tiny hostage situation involving yours truly. And if that's not enough of a motivation for you, they've got the bartender too. Some Asian gentleman appeared to. So, ich gehe mal dann unsere Leute retten, ne? Ja, okay. Mach immer. Do you know anything about that? Whatever. Just come quickly. Willst du auch mit Scorpion? Du kannst auch Champagner saufen. Ich sitze vorne schon. Ich bin Alkoholiker. Ja, ich hab jetzt hier. Ach, der ist da unten irgendwo, okay. Der muss hier irgendwo auf der Seite stehen. Ja. Und auf dem Boot da unten oder was? Ich hab immer noch keine Waffe. Nee, hier unter uns. Oh oh. Ich kann leider nicht schießen. Ja, du bist tatsächlich genau. Oh mein Gott! Wie viele? Hä? Was sind die? Ja, das sind jede Menge. Ich muss ja mal gerade raus aus dem Gebiet. Das ist ein Thema dazu. Tot. Das sind echt irre viele Feinde gerade gewesen, ja. Wir haben, glaube ich, keine Feinde. Wir haben keine Leben erlebt. Wer lebt überhaupt noch von euch? Ich? Nee. Ja. Okay. Oh, ich bin auch gleich tot hier. Hm. Wir haben auch noch einen Aim aus 30.000 Kilometer Entfernung einzutreffen. Ja, hast du keine Snacks oder so? Nee. Kacke. Ja gut. Ja gut, da sind wir aber auch ziemlich böse genau in dem Gebiet gelandet. Ja, nur komischerweise konnte ich auch, als ich den Helikopter geflogen habe, nicht mehr gerade schauen, sondern nur nach unten. Warum auch immer. Ich konnte nicht mal aus dem Heli rausschießen. Nee, ich auch nicht. Das wäre es jetzt am meisten gewesen, als wäre ich aus dem Heli. Aber ich hätte ja auch nicht erwartet. Ich dachte, ja, so ein 2-3 Stück oder so, vielleicht ein paar. Aber dass es jetzt irgendwie um ein Gefühl 20 Gegner waren oder so, da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Ja, alles gut. Die Frage ist, was ist mit deinem Heli, Alter? Jetzt schwebt er hier in der Luft. Ja, geil, ne? So.
Also, was ist, muss ich jetzt nochmal hochnehmen, nochmal neu starten wahrscheinlich. Nee. Sind da noch drin? Nein, nein, okay. So, nee. Nee, alles das, gut hier. Erstmal das Telefonat abwarten und dann. Ich habe gar kein Telefonat, ich habe halt nur. Bei mir ist ein Telefonat. Pff, ich nicht. Ich war, hab ja schon die Zielpunkte. Lol, bei mir ist ein Telefonat dran. So. Ich fahr mal mit dem Boot. Mit dem Spot. Ich gehe mal weiter rüber. Ich versuche mal ein bisschen von oben. Ja, du hast aber Kev stehen gelassen. Ne, da ist doch noch ein Heli, oder? Nein. Hä? Bei mir wurde noch ein Heli angezeigt. Ich komme okay. Zurück. Lol, ist ja voll komisch gerade. Mann, Alter, die falsche Deckung. Hier steht oben noch einer bei dir, lol. Die ersten beiden habe ich schon mal weg. Ich helfe dir schon von der Yacht ein bisschen. Du ja, kannst von der Yacht versuchen, ein bisschen drauf zu snipern. Dann lande ich jetzt vorne. Auf deiner Yacht. Ja, jetzt geht's ja. Also ich habe 4 Stück schon geholt jetzt insgesamt. Ich weiß nicht, hast du noch einer, Mimo? Tot. Der ist tot. Jetzt haben wir sie weg, die beiden auf dem Berg. Auf jeden Fall der einen hinterm Stein einen von mir mitbekommen. Da ist noch einer. Der ist tot oben. Hab einen. Ja, du kannst halt von der Yacht versuchen, zumindest das Snipern ein bisschen. Okay, wir fliegen mal rüber. Ich stehe neben dir. Ja, wir fliegen trotzdem mal rüber, dass wir da. Ich weiß nicht, ob wir jetzt den Markus nicht immer komplett alleine da unten drin lassen. Oder wir fahren mit dem Boot. Ich fahre mit dem Boot ran. Ich steht das Ding hier noch. Ich glaube, du kannst gut Hilfe gebrauchen, Markus, oder? Ja. Ja, das ist gut. Einmal ein. Okay, das hat sich wunderbar gelohnt. Da liegt man schon auf dem Felsen irgendwo. Ich habe oben auf dem Berg alle umgebracht bei den Geißeln. Du musst ja, also aufpassen, die werden umgebracht, wenn du zu nah rankommst. Nein, ich habe sie alle umgenietet da oben. Der Kapitän ist gerade alleine. So. Alle Geiselnehmer sind tot. Ach du, da kommen noch Boote. Also, Boot. Ich gehe auf das eine Boot. Du hast schon das Ding, okay. Ich war sonst mit drauf gegangen. Da kommen immer noch mehr. Ja. So, einer ist irgendwie noch schwimmen gegangen. Ich weiß nicht, wo der ist. Da gibt kommt er zum Pakikin und zur Barkeeperin. Ja, ja, da ist er. Ich gehe mal hin schon. Oh, hier leben noch zwei. Also hier ist noch ein Boot, was. Da war ein Boot. Ich hab's ja schon. Gut, wir müssen sie jetzt wegbringen. Heli geht wahrscheinlich nicht. Weiß ich nicht. Hab dann haben wir einen Heli zur Verfügung hier? Ich habe einen Freund hier stehen, ja. Ja, dann einmal mitkommen. Die kommen jetzt mit uns. Aber ist da so viel Platz drin? Das weiß ich gar nicht. Ja, ist nicht tragisch. Ansonsten fliegt ihr 4. Ich bleib dann sonst hier und fahre mit dem Boot zurück wieder. Okay. Ich glaube, es sind nämlich nur 4 Plätze. Ja. Aber wie gesagt, wenn ich ist, dann flieg ihr. Sonst nämlich den. Vorsicht, Rotorenblätter, ne? Ja. Ja, deswegen, ich wäre jetzt unten gelandet. Ja. Aber es könnte klappen, tatsächlich. Das ist etwas größerer Heli.
sind sie denn? Da kommt die Barkeeperin, wo ist der Kapitän? Der Kapitän steht da drüben. Ich glaube, ich steige nicht ein. Ja, yeah, doch, ich sehe es gerade. Komm mal mit. Ja, hier. Aber Captain muss mit einsteigen, glaube ich. Ja, dann muss einer von euch tatsächlich da bleiben. Kapitän steigt ein, wo ist die Uschel? Da komm. Die kreist hier im Kreis rum. Ja, ich sehe es gerade. Ne, bleib stehen. Ich hab mich mal gedreht. Ja, alles gut, ich hole die mit zu mir. Die brauchen mal einen gewissen Radius. So, ist jetzt. Der Kapitän wieder ausgestiegen. Ich weiß, weil der ausgestiegen ist, weil ich ausgestiegen bin. So, okay, jetzt sie alle. Ja, die brauchen. Ja, jetzt ist er drin. Okay, Abflug. Das geht, glaube ich, nicht mit 5 Leuten. Tut mir leid, Kollege. Wir kommen wieder her. Na, wir holen dich. Ich wollte gerade sagen, wir können dich ja wieder abholen. Wenn die Mission dann nicht sogar vorbei ist. Ja, kann auch so. Weiß. Muss ich vorne oder hinten landen? Vorne am besten. Ich bin mal ganz kurz AFK. Ja. Weil hinten ist immer ein Heli drauf. Eigentlich sollte da so eine Sache nochmal drauf sein. Noch ein bisschen vor. Genau, und jetzt runter. Perfekt. Da vorne. Naja. Yeah, ich kletter erstmal oben drauf. So, jetzt kommt mal bitte mit zurück. Wo kann's sein? Hey. Ich blöd? Genau. Och, Alter, du kennst dich auf dieser Yacht aus. Du fährst das Ding. Bleib doch nicht blöd, bleib doch nicht in der Gegend stehen. Kommst jetzt her? Ernsthaft? Sind wir wirklich richtig? Ja, ist ja der gelbe. Sicher. Eigentlich ist der gelbe Punkt doch da, oder nicht? So, ich bin wieder da. Die gehen mir gerade. Ja, die bleiben stehen. Also wir haben sie auf der Yacht, aber die bleiben stehen. Ja, ich glaube, wir sind auf der falschen Seite gelandet. Keine Ahnung. Ist mir auch. Die Frage ist, wo ist der gelbe Punkt? Der sollte ja eigentlich hier sein. Ja. Ja, die stehen halt immer nach vorne, ne? Der gelbe Punkt ist genau auf der anderen Seite. Ja, das ist halt. Und sie steht halt immer noch vorne. Begib dich zur Kapitän, zum Kapitän und zur Barkeeperin, ja. Geil. Ach, Leute. Ernsthaft, die sollte doch mal jetzt herkommen. Kommt. Ja. Ihr kennt den Weg, komm. Ihr kennt den Weg, kommt mit. Aber ich kann auch drüben landen. Ja, die bleiben hier vorne stehen, das ist das Problem. Ja, warte mal. Dann steigen wir nochmal ein. Wenn die jetzt kommen, ja, also ja, kommen. Ihr müsst auf dem anderen Helipad landen. Ja, und da war besetzt gerade in dem Moment. So. Jetzt kommt ihr nicht hoch, oder was? Ne, der kommt nicht, vor allen Dingen nicht hoch. Ich hasse solche Missionen, wo du dann im gewissen Radius hast. Die gleiche Scheiße, was bei der letzten heißt, dann immer noch mit dem Elvis Swordsman. Komm mal jetzt her hier. Ich hab ein bisschen Schiss gegen den Ruder. Hm? Habt ihr sie beide drin? Nö. Die stehen quasi vor dem Helipad und warten. Ach Leute, ernsthaft, ey, das ist doch. Ja, jetzt lauft da hinten irgendwo lang. Ich weiß nicht, wo. Ach, die laufen hinter dem Heli jetzt, glaube ich, oder? Nee, der bleibt stehen.
Das kann hier noch eine Weile dauern. So, und hier kommt das bitte mal hierher. Nee, die stehen immer noch hier vorne. Die gucken mich gerade nur blöd an. Ihr seid auf der fucking Yacht, Alter. Der kommt da nicht hoch. Set. Ja, das ist selten. Das ist komisch gemacht vom Schiff. Der steht jetzt quasi einen Meter neben der Treppe und kommt nicht hoch. Das Problem ist halt, dass man halt von der Seite, wo ihr seid, nicht zu Fuß auf diese Seite kommt, wo der gelbe Punkt ist. Doch, kommt man. Jetzt, ey! Kapitän hat einen Weg gefunden, hat die Treppe gefunden. Die alte steigt nicht ein. Nee, die alte geht jetzt wieder zurück und geht jetzt auf die andere Seite. Nee. Doch, die will auf die andere Seite von dem Heli. Dreh den Heli mal. Ja, aber sie denkt, da ist die Seite. Ja, dreh mal nochmal den Heli um, bitte. Weil die jetzt hochgeht. Das macht die ganze Zeit eigentlich. Die steht die ganze Zeit dort um mich in Ecken. Oh, herrlich. Kommst du auch irgendwie hoch, Alter? Junge, oh, was ist mit der passiert? Hat die zu viel gesoffen oder was? Die ist da festgeglitscht jetzt hier, die hängt da fest. Die rennt immer nur in die Ecke. So, ich komme jetzt nochmal raus. Guck mal, das funktioniert doch hier. Komm mal mit. Oh, der Kapitän rennt wieder runter. Ah! Ja, da kommt er. Jetzt komm hoch hier. Nö. Jetzt? Keine Ahnung. Er geht drüben hoch. Uschi geht jetzt. Uschi fällt wieder runter. Oh ne, jetzt hängen die beide da drin. Er sah jetzt, war jetzt oben, ja. Die raffen es jetzt. Oh, ich hasse das manchmal. Vor allen Dingen, bring die zur Yacht, die stehen auf der Yacht. Kommt jetzt her hier. Komm her. Ich bin jetzt so weit wie möglich nach hinten geflogen, dass die vorne lang laufen können. Mhm. Ja, jetzt hängt er wieder unten. Ja, Uschi geht jetzt. So, ich versuche jetzt nochmal da reinzugehen. Jetzt steigt Uschi ein, hoffentlich. Ja, sie steigt jetzt. Ja, Uschi steigt ein, aber er nicht. Uschi steigt jetzt ein, genau. Und er hängt jetzt. Ich kann jetzt natürlich nicht nochmal raus, weil dann wieder sie raussteigt. Mhm. Jetzt haben wir sie schon mal zumindest im Heli. Guck mich nicht so vorwurfsvoll an, ey. Ich mach gar nichts. Nimm die Hand aus der Hose. Hä? Die junge Dame hier neben mir. Warum hat denn die Hand in der Hose? Keine Ahnung, die hat beide Hand zwischen den Rückbeinen. Ja, die hat die auf dem Schoß liegen. Ja, das so. Sieht hier aber anders aus. Der Einzige, der ja meistens die Hand zwischen irgendwelchen Beinen hat, ist Markus, aber nicht zwischen seinen eigenen. Oh Gott, ey. Entschuldigung, liebe Zuschauer, das wird jetzt, da kann doch hier alles sich um Stunden handeln. Jetzt, scheiße. Hier, bleib doch mal. Also, wenn du wirklich schneiden würdest, hättest du da jetzt einfach eine Timelapse draus gemacht. Nö, ich bleib jetzt einfach. Ich lass die laufen, die Folge. Also, ich guck mir das jetzt immer eine ganze Weile an. Klar ist das jetzt ein bisschen langweilig, aber ich finde es auch lustig. So, jetzt versuche ich nochmal runterzukommen. Nein. Ich hab. Nein. Bleib doch mal bitte einfach jetzt in dem Ding drin. Okay. Bitte. Bleib drin stecken. Das ist übrigens jetzt, bin ich jetzt nicht. Das ist mein Charakter jetzt alleine. So.
Also, einsteigen. Ich versuche den hier irgendwie hinzukriegen, dass der da... Ich muss den nur zu der scheiß Treppe schieben. Oh, nicht immer abheben, nicht immer bewegen. Bleib doch mal bitte einfach da, wo ihr seid. Ja, ich muss die Seite wechseln, weil wenn die beide auf der Seite sind, geht er da nicht rein. Ja, das hat der letzte Mal. Der muss zur freien Seite. Die habe ich jetzt ihm zugedreht. Ja, da den Typen, den feuer ich. Der ist zu dumm eigentlich, um das zu machen. Warum hast du den als Kapitän eingestellt? Ey? Keine Ahnung. Ehrlich. Keine Ahnung. Der wird danach instant erstmal gekündigt. Hm. Hast du den jetzt gerade geboxt? Ja. Mission beenden, weil Kapitän tot. Ich versuche den die ganze Zeit so zu schieben, dass der halt zur Treppe geht, aber. Ja, ja. Ich merke das schon. Die Hitbox ist halt auch ziemlich beschissen. Ja, sag ja, das ist einfach dumm gemacht, ey. Dann ist halt hier auch dieses scheiß Gitter, wodurch ich nicht richtig an den rankomme. Komme. 30 Jahre später hier. Mhm. Hast du keinen Insta-Kiff? Ihr hättet einfach gleich auf der anderen Seite landen müssen. Ja, ich dachte, das reicht, dass die dir irgendwann automatisch, wenn der auf der Yacht steht. Boah, eigentlich stand da ein Heli, das ist das Problem. Nein, nein, ach Mann. Nö, ich geh wieder, ich geh mal wieder in die Ecke da. Schäm dich. Ja, ja, du hast es hin. Ja. Und jetzt muss er, jetzt geht er, jetzt läuft der Rotor, Kapitän tot, Mission gefehlt. Oh, ey. Alter, 500 Jahre später, Kapitän steigt immer so in den Heli. Alter, das war jetzt eine. Ja, das war jetzt. Ja. Und jetzt steigt er hier wieder aus, rutscht runter und kommt nicht rein. Jetzt zu schnell gelandet, explodiert. Ja. Okay. Wow! Hätte der gleich da gelandet, dann hätten wir uns das alles sparen. Ach was, ab und an muss das auch mal ein bisschen Witz. Ja, es ist nervig manchmal, aber es ist halt dann. Guck mal, man kriegt 7.500 Erfahrungspunkte für das. Wenigstens durfte ich deinem Kapitän ein paar Mal auf die Fresse hauen. Aber dann hat er dann auch einfach mal verdient. Und wurde es noch dafür bezahlt. Ja. Und wurde es noch verdammt gut bezahlt. Ja gut, 5 Kills, gut. Ich habe ja 4 alleine mit dem Sniper geholt. Plus der eine, der da irgendwie rumlief noch. Oh, Hilfe. Also ich glaube, der hatte zu viel Intus. Ich habe keine Ahnung, was der hatte. Der war wahrscheinlich komplett verwirrt, der Typ. So, warum spawn ich nicht schon wieder auf der Dings, auf der Yacht? Sondern nee, ich spawn eigentlich da, wo wir die eingesammelt haben. Toll. So, ja. Dann müssen wir zurück zur Yacht, dann mache ich direkt die nächste Mission. Ich brauche mal nochmal einen Abholservice. Kapitän. Ich bin auch hier gespawnt. Hm. Und da war ich, dachte, du hättest nicht, was es auf der Brücke gebraucht hat. Ich würde sagen, unser bestes Arbeit ist noch vor uns. Ja, jetzt hat er mich angerufen. Danke für die Hilfe, das ist ein meisterhafter Seefahrer. Du hast eine beschissene Orientierung. Das sag ich. Ich habe nämlich auch eine. So, warte mal. Ach Gott, ey, wie spawnt. Vor allem spawnt sie hier oben und die Yacht steht wieder da unten an dem Hafen. kann man Heli anrufen, bitte? Kann das jemand außer ich? Sonst mache ich das. Ich kann nur nach einem Heli nachfragen, wo einer ist. Ich ruf ein Dings an, ich lasse einen Abholservice kommen. Ich lasse ein Lufttaxi kommen. Nee, ich ruf jetzt, nein. Ne, der nächste Hubschrauber wäre hier. Nee, der Heli. Nö, alles gut, Heli kommt. Der wird uns jetzt abholen.
Weil Baby Razor kommt im Heli vorbei und dann machen wir einfach Flug überspringen oder sowas. Weil da kommt schon der Heli. Müsste eigentlich über uns einer sein. Wo ist denn der? Da ist was. Ach, von da oben. Helikopter. Sollen wir den erschießen? Kommt jemand selber? Oder fliegt jemand selber oder sollen wir den fliegen? Du fliegst? Oder können wir ihn fliegen lassen? Wenn nicht. Der landet sehr komisch. Tot, wir haben Heli. Ich rufe gleich Baby Razor an. Die beschwert sich jetzt gleich wieder, weil ich die Leute mal schieße. Ich bin drin, alles gut. Herr Flug. Wohin? Ja. Zum blauen Punkt? Ja, ja, naja, da wo der. Nee. Eigentlich schon zum Ding zum zur Yacht. Da wo wir eben auch waren am Hafen. Einfach, was hat der für ein Punkt gespawnt? Nee, der wäre. Ach, das wäre Dings. Enrico, machst du mal den Sprung bitte weg kurz? Weil sonst kann ich meinen nicht neu setzen. Das war der. Achso, das war der Flugplatz wegen seinem Heli. Ja, warte, ich hänge in der Kamera fest, Lu. Weil ich müsste dann eigentlich komplett in die andere Richtung runterfliegen, quasi. Richtung LA. Richtung großer Flughafen. Ich kann nicht neu setzen. Ja, jetzt zum Punkt. Boah, was ein Spiel, ey.